Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von uns, zwar dem LS-Profi und mir, dem Chrissy Gaming, im neuen Challenge-Projekt. Jo, in der letzten Folge sind wir ja stehen geblieben bei den ersten Fahrzeuge auf den Hof bringen. Den ersten habe ich schon runtergebracht und jetzt bin ich gerade da dabei, das aufzufüllen. Und natürlich könnt ihr auch wieder gern beim lieben LS-Profi, Link dazu in der Infobox, vorbeischauen. Und natürlich nicht spionieren vergessen. Auf jeden Fall, Leute, nicht wundern, wenn wir beide nicht bei euch in die Comics gucken können, weil natürlich nehmen wir die Folgen hier im Voraus auf. Damit ihr auch schön was für eine Woche habt. Gerade mal gucken, Leute. Den machen wir auf jeden Fall so. Braucht den aber einfach. Uiuiui, was hat denn der Herr Kollege Fesch hier das Fahrzeug da gekauft? Oh, nichts hier. Ich steh grad vor ihm. Es hat kurz gespawnt, wo du nicht da warst. Oh. So, dann würde ich sagen. Oh, ich wollte gerade hinter zurücksetzen. Er hinter mir spawnt gerade ein Anhänger. Alter Vater. Junge. Wo ist dein Herr Kollege? Sorry, tut mir leid. Wir fahren nur zurück, ich bin gleich weg. Ja, alles gut. Jo. Die Hupe passt so gar nicht zu dem Fahrzeug. Jetzt mal schön blockieren? Nee, also. So. So. Nervt mich jetzt schon, dass ich so auf die Ohren runterfahren muss, ne? Jo, ihm ja, gerade weil ich mich schon wieder festgefahren hab. So, es wurde sich gewünscht, Ihnen an sich bei meinen anderen Let's Plays. Natürlich mache ich auch das. Und nicht wundern, so wie Freder Justin gesagt hat, wir nehmen einmal in der Woche auf, also können wir uns erst nächste Woche um eure Kommentare kümmern. Aber ich freue mich jetzt schon auf eure Kommentare. Vor allem, wenn alles klappt, kann es sogar sein, dass wir am Freitag livestreamen werden, das Projekt. Jo. Falls der nochmal hier fällt. Ich glaube, die Folge kommt jetzt am Mittwoch, glaube ich. Jo, Mittwoch. Ja, Mittwoch, genau. So. So, dann machen wir uns einmal schon wieder bereit zum Arbeiten. So, mal gucken, ob der oder der Loot gleich schon fertig hier mit der. Ich kann schon loslegen mit der Ernte, mit der Sehne. Boah, der Zaun ist jetzt schon. So, boah, ich feier den Sound. Schreibt's einmal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ah, der Herr Kollege ist da vor mir. Was ist denn los? Fertig? Ich bin mal kurz ohne Melodie. Yes. Also, wenn ihr noch Vorschläge habt, auf was wir gehen sollen, natürlich werden wir jetzt eine Kühe machen und natürlich werden wir mit dem Gold machen, also brauchen wir auch noch Mähwerk für Silage produzieren. Oder schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob wir das lassen sollen und das nur vom LU machen sollen lassen. Ich bin mir da noch nicht sicher und ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare.
paar Künste sein am Start. Jetzt bin ich falsch abgebogen. So. Ah, da ist er ja wieder, der Herr Kollege. Oh, er wird ordentlich Geld wieder reingeballert. Ah, das LU ist kurz weg. Auf jeden Fall, Leute, auch zum Thema LU, wenn ihr natürlich auf Bock habt, im LU dabei zu sein, dann ist ohne in der Videobeschreibung, ich weiß nicht, ob das der Chris hatte, ich kann ja nur kurz den Link geben, ist in der Videobeschreibung Link zum Discord, wo man sich dann für das LU bewerben kann. So. Wie sieht es aktuell aus mit dem Grundstück? So, natürlich muss ich mir erst an die Map gewöhnen. Ja, ich auch, ja. Boah, der Sound ist brachial. So, zu 110 haben sich schon Leute beschwert, dass ich hier ständig das Silo runter springe, aber egal. Jetzt mal eine neue Ein- und Ausfahrt hier. Der Anhänger war schon ein guter Kauf, muss ich sagen. Ist Fruchtzerstörung an oder aus? An. Dann muss ich nochmal zum Händler. Was ist die Frage? Wollen wir Pflanzenwachstum auf normal oder auf schnell machen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, das lassen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Ja, das lernen wir in der nächsten Aufnahmesession. Ab und dann müssen wir dringend von mir. Mich hier irgendwie was. Ja, gibt uns so auf. Ne, haben wir natürlich nicht geschafft. Ja, Kiss. Hier kann man die Verkaufsstelle also für den Dings. Oh, ja. Schreib mich kurz mal stumm. Yes. Jo, das nimmt er jetzt an mit Kolk. Und mit Dünger meine ich. Jetzt müssen wir kurz nochmal zum Händler die auf Pflegebereifung umtun. Ja, es tut mir leid, damit ich manchmal den Sound fahre, aber ich muss erst mir an die Map gewöhnen. Wie gesagt. Und die Lenkeinschläge von dem sind auch nicht so gut. So. Ist der Kollege wieder da, ja? Ja. Oh ne, den Dimmstreuer muss ich schon mitnehmen, ja. Chris ist aber auch ganz schön langsam. So, schön in Innenansicht fahren, wie sie gewünscht wurde. Yes. Das nutzen wir jetzt an, um uns am Plan auszudenken. Schreibt es doch einmal gerne in die Kommentare, ob wir noch an, ob wir die Tiere liefern lassen sollen oder ob wir uns extra einen Tieranhänger holen sollen. Schreibt das gerade mal gerne in die Kommentare. Oh Mann. Ah, da ist er ja wieder. Jetzt bin ich wieder falsch gefahren. Okay. Und hast du vielleicht schon Plan? Nur oh, so ein bisschen was. Du? Hast du?
Was hast du für einen Plan? Oh, nix. Kannst du ja wirklich sagen, was hast du denn vor? Nein, ich will nur auf Kühe mal gehen. Und ja, das Beitrag ergibt sich dann eh. Oh, schon wieder. Ja, die Zaunpfähle und das ist Katastrophe. Und ich finde noch immer nicht einen Lader, also. Da geht auf jeden Fall die Arbeit auf. Nicht aus, sein geht schon mal. Hast du den LU schon mal Auftrag gegeben? Jo. Aha. Mal gucken hier. Ah, der hat gar keine Pflegebereifung. Gerade der eine genau das gleiche vor. Na, der Herr Kollege schaut sich noch am Dings um, der Dings hat. So. Wird Johnny wirklich Pflegebereifung? Na, gibt's nicht. Wollt ihr sauern hier? Von dicke Schlüpen auf kleine. Aber auf dem Crazy Big ist das nicht mehr. Ey, komm, mach voll den Laden hier, geil. Dann muss ich aber auch wieder los, der die Arbeit los. Boah, Alter, was war da? Boah, der ist aber ganz schön leicht auf der Brust hier. Oh. Ganz schön leicht auf der Brust hier, der Kollege. 3000 Liter Tonnen zu gut. Aber krieg ich gut gehandelt. Jo. So, dann würde ich sagen, auf geht's zum Hof. Ich bin dann auch mal kurz beim Elu. So, servus. Moin. Und zwar... Müsst ihr mal kurz schauen. Gibt's eigentlich Bachtfelder? Müsste ich selber mal gucken. Wenn ja, sage ich ihm Bescheid. Jo. Also ich würde nur Grasfläche pachten und das von ihnen dann abmähen lassen. Jo. Wenn sie so weitere Infos haben, geben sie mir bitte Bescheid. Jo, mach ich. Danke. Bis dann. Jo, ciao. So, bin wieder da. Jo. Alter, was hab ich denn hier für eine kleine Arbeitsbreite geholt, ey? Ist ja nicht mehr normal. Muss auf jeden Fall auch größer konfiguriert werden. Ist ja nicht normal. Boah, jetzt hat's kurz geleckt. Moin, liebes Hallo. Nein, es gibt keine Pachten. Aber Sie können es gerne pachten. Ah, der Kollege will also was pachten. Ja. So ja. Sieht es also aus. Sie
können gerne was pachten, dann müsste ich mir aber noch was einfallen lassen, wie man das pachtet. Jo. Wie, man pachtet hier. Alter. Also, hallo, Herr Lu. So, ich verabschiede mich dann erstmal. Danke für die Info. Bitte. Jo. Ja, jetzt hat er schon meinen Plan verraten. Wenn der Liebe hier was pacht, ne? Hab ich mir eigentlich in der Folge schon. Ach, ja, hab ich schon. Du willst sie doch sicherlich mal stumm schalten, oder? Nö. Jo, dann würde ich auch sagen, warst du es auch schon wieder mit der Folge? Schaut doch gern beim lieben LS-Profi vorbei, spionieren nicht vergessen und zur nächsten Folge wieder vorbeischauen. Jo, bis dahin, mach's gut, ciao.